Wenn die Drums in deinem Mix auch diesen modernen, knalligen und fetten Sound haben sollen, den du aus dem Radio oder von Spotify kennst, dann verabschiede dich von dem Gedanken, dass du das nur mit ein bisschen Kompressor und Equalizer hinbekommst. Aber der Weg von dieser Snare zu dieser Snare ist weder lang noch steinig, noch brauchst du dafür ein teures Plugin. Wie das in Studio One ganz einfach geht und was das mit einer Conga zu tun hat, das verrate ich dir im heutigen Adventkalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Moderne Drum-Sounds, die du aus deinen Lieblings-Streamingsdiensten oder auch vom Radio kennst, bestehen nicht mehr heutzutage einfach nur aus einem einzelnen Sound, so wie das früher gewesen ist, sondern meistens ist es eine Melange, eine Schichtung von verschiedenen Sounds, die dazu führt, dass man weniger mit Kompressor und Equalizer an der Formung des Sounds arbeitet, sondern sich einfach die verschiedenen Soundbestandteile von verschiedenen Samples zurechtlegt. Und das gilt für moderne Rockmusik, wie auch für Rap oder für Deutschrap, egal. Such dir die Soundrichtung, die Stilrichtung aus. Da wird überall mit den gleichen Methoden gearbeitet. Deswegen verrate ich dir auch heute, wie du das mal ganz einfach und kostenlos vor allem in Studio One nachbilden kannst. Studio One hat alles mit an Bord, was du dafür brauchst. Alles, was du brauchst, ist nämlich der Impact Drum Sampler, der mitgeliefert wurde, und ein Noise Gate. Und wir schauen mal kurz auf diese Snare, die ich hier vorbereitet habe, die wir jetzt ein bisschen pimpen wollen. Los geht's. Grundsätzlich natürlich eine gute Snare erstmal, aber ich möchte, dass sie ein bisschen fetter ist, ein bisschen mehr Nachklang hat und ein bisschen mehr Charakter bekommt. Mit anderen Worten, wir suchen uns jetzt mal 1, 2, 3 Samples aus, die wir dazufügen können. Um das machen zu können, brauchen wir natürlich erstmal unseren Impact Drum Sampler, und dafür legen wir mal eine neue Spur an. Die lege ich hier oben an mit einem Klick auf dieses Plus und kann dann hier auswählen, dass ich hier eine neue Spur haben möchte. Die nenne ich erstmal Snare Plus. Wähle aus, dass das hier ein Instrument sein soll. Die Farbe kann ich auch noch auswählen und sage ihm dann, dass er hier unten bei dem vorhandenen, bei dem Instrument, einen Impact auswählen soll. Wenn ich da draufklicke, wird die Spur dann quasi angelegt und direkt neben unserer Snare angelegt. Wie du hier sehen kannst, da ist der Impact. Und wenn ich einmal draufklicke, siehst du erstmal, dass wir hier diesen leeren Drum-Sampler haben, der hier nicht einen einzelnen Sound drauf hat. Aber du siehst hier schon die einzelnen Pads, die hier benannt sind, auch nach den Noten quasi, mit denen sie abgespielt werden. C1, Cis1, D1. Und ich würde sagen, wir packen einfach mal ein, zwei Sounds drauf, die wir dann später unserer ursprünglichen Snare hinzufügen wollen. Nehmen wir einfach mal den Browser hier unten rechts und suchen mal hier unseren Loops. In unseren Loops einfach mal, ich habe ja gerade gesagt, wir haben einen Conga-Sound mit im Spiel. Suchen wir mal nach einer Conga, die wir hier finden können. Hier sind verschiedene Conga-Loops, die hier abgespielt werden, aber dieses Zeichen hier deutet an, dass es sich hier um einen Sound handelt. Also klicken wir den mal an, abspielen. Na, das ist vielleicht nicht zielführend. Das ist schon eher eine tiefe Conga. Hohe Conga. Nehmen wir mal die tiefe Conga hier. Ich ziehe die mal einfach rüber hier auf unseren Sampler, und wenn wir jetzt hier drauf klicken auf dieses Pad, wird diese Conga abgespielt. Wir suchen uns vielleicht noch eine Snare dazu. Vielleicht können wir noch einen weiteren Sound hinzufügen. Machen wir mal Snare. Suchen wir mal nach Snare. Hier sind auch verschiedene Snare-Sounds, die hier zur Auswahl stehen. Auch hier einzelne Snares. Hören wir mal rein. Ja. Nehmen wir den Sound mal dazu. Das ist dieser hier, jetzt sehen wir hier rüber. Wie du jetzt siehst, dieses Pad reagiert jetzt nicht auf die Note C1, sondern auf die Cis1-Note. Damit die beide gleichzeitig reagieren, muss ich bei diesem Pad einfach nur einstellen, dass es auch auf C1 reagiert. Dann wird es mit der Conga zusammen abgespielt. Also gehen wir mal hier oben rechts auf die Seite von unserem Impact. Da kannst du sehen, dass die Note, auf die reagiert werden soll, Cis1 eingestellt ist. Klick einmal rein, drück C1 auf der Tastatur und schon sorgst du dafür, dass beide jetzt gleichzeitig abgespielt werden. Das Klangverhältnis zwischen den beiden kannst du sogar noch einstellen, wenn du auf eine der beiden Tasten draufklickst. Dann kannst du auf der rechten Seite hier mit dem Gain-Regler für den individuellen Sound die Lautstärke ausgeben. Machen wir mal die Conga ein bisschen leiser. So, 2 dB leiser zusammen. Ja, die bringt schon einen guten Ring mit. Die Snare können wir noch ein bisschen lauter machen. Und haben jetzt einen Sound zurechtgelegt, den wir jetzt zu der anderen Snare hinzufügen müssen. Was müssen wir dafür tun? Ganz einfach, du brauchst einfach nur ein Noise Gate. Und wenn du jetzt sagen solltest, ein Noise Gate soll doch eigentlich dafür sorgen, dass zwischen den Schlägen Ruhe herrscht, aber sonst macht doch ein Noise Gate nichts. Normalerweise ja, aber in Studio One gibt es noch eine Zusatzfunktion, und die verrate ich dir jetzt. Also laden wir auf die Snare, auf den ursprünglichen Snare-Kanal mal ein Noise Gate drauf.
gibt man hier Gate ein, können wir hier reinladen und stellen das Gate erstmal so ein, dass es eben dann wirklich nur öffnet, wenn dann auch die Snare spielt. Wir haben ja gerade noch eine ganze Menge Schläge zwischen den Snares gehört, also stellen wir das mal passend ein. Hier einfach über den Threshold-Regler, das geht ganz einfach, drehen wir einfach mal hoch. Zwischenschläge von der Bassdrum zu hören. Und jetzt spielt nur noch die Snare. Alle Schläge sind dabei, die wir hier in der Snare haben. Und jetzt kommt die Spezialfunktion, die wir aktivieren. Und zwar auf der rechten Seite hier gibt es diese Zusatzfunktion im Studio One Noise Gate. In keinem anderen Noise Gate, das ich mich erinnere, nur im Studio One Noise Gate, gibt es diese Zusatzfunktion Trigger. Wenn du die aktivierst, wird immer, wenn das Gate öffnet, also wenn die Snare spielt, auch eine Note ausgesandt. Erstmal ins Nirvana. Und wir sagen mal, die Note, die ausgesendet wird, soll C1 sein. Und du merkst schon die Verbindung. C1 ist auch die Note, die wir gerade im Impact hingelegt haben. Das heißt, wir schließen mal das Noise Gate, wir gehen wieder auf den Impact und müssten jetzt eigentlich im Impact nur noch sagen, hey, hör doch mal auf diesen Trigger, den wir gerade von dem Noise Gate bekommen haben. Das geht auch ganz einfach. Hier oben gibt es nämlich einen Direkteingang, den du wählen kannst. Klick mal drauf und da findest du das Noise Gate, was wir gerade gehabt haben. Gate. Wenn du mehrere Gates haben solltest, dann sind die durchnummeriert, aber in diesem Fall ist es das Gate. Klicken wir mal drauf und jetzt reagiert unser Impact auf die Snare, die mit dem Noise Gate immer einen Triggerimpuls rausgibt. Klingt so. Okay, ist natürlich viel zu laut, deswegen regeln wir das jetzt einfach mal nach Geschmack hinzu. Ich ziehe den Fader vom Impact runter und schiebe das jetzt mal zur ursprünglichen Snare hinzu. Ja, Conga ist mir noch zu laut, das heißt, ich klicke hier einmal auf die Conga und kann hier am Amp noch ein bisschen runterregeln. So. Und schon wird aus unserer ursprünglichen Snare diese. Fetter, mehr Charakter und das Ganze mal im Mix. Ich deaktiviere mal die Impact Snare und gebe sie dann hinzu. Bam! Und das Ganze kostenlos, du brauchst kein extra Plugin dafür, ganz einfach. Wenn dir der Weg zu kompliziert ist oder vielleicht du nur vergessen haben solltest, den Snare-Teppich bei deiner Drum, bei deiner Snare-Aufnahme aufzunehmen, dann kannst du auch einen anderen Weg wählen, nämlich diesen hier. Schau mal auf dieses Video, da verrate ich dir, wie du mit einem kostenlosen Plugin deine Snare auch so noch aufpimpen kannst. Das Ganze in dem Video, da sehen wir uns dann gleich. Bis die Tage und Yassou!